Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Abend, der alemannisch sein wird. Und ich muss mich entschuldigen, ich bin der Einzige heute Abend, der nicht alemannisch spricht. Einen Fehler muss man haben. Deswegen werde ich es auch nur ganz kurz machen. Mein Name ist Klaus Gülker. Ich komme vom SWR Radio. Deswegen werden die Stimme vielleicht kennen. Das Gesicht jetzt weniger. Manche sagen, es ist gut so. Aber ich sage dann immer, Radio geht ins Ohr. Fernsehen geht ins Auge. Es ist ganz besonders schön, dass es heute Abend so voll ist zu diesem alemannischen Abend. Ich lebe immerhin schon 34 Jahre in Freiburg und kann das Wort Hochichrenstalli doch eigentlich schon ganz gut aussprechen. Andererseits, wer in Freiburg, sagen Sie zu Ihrem Küchenschrank Hochichrenstalli? Neu, gell? Wie sagen Sie zu Ihrem Küchenschrank? Weiß nicht. Er sagt zu seinem Küchenschrank, weiß nicht. Aber immerhin sprechen Sie mit Ihrem Küchenschrank, gell? Weiß das Ihre Frau, dass Sie manchmal mit dem Küchenschrank sprechen? Mit dem Kuchenschrank. Wurscht. Also ich sehe schon, Sie sind gut gelaunt und so soll es auch bleiben. Deswegen werde ich jetzt gar nicht mehr viel sagen, sondern die Bühne den Männern hier freimachen, die sich ja hier bereits Ihnen musikalisch vorgestellt haben. Die Gelfersler sind 85 Jahre alt. Nee, Moment, das war die alemannische Bühne. Doch, manchmal sehen sie schon so aus. Manchmal schon. Also 85 Jahre alemannische Bühne. Aber wie alt die Gelfersler sind, das kann man ganz leicht errechnen. Die Gruppe, denn sie spielen 150 Instrumente. Manche sind davon der Sanitärinnung gesponsert. Das werden Sie noch sehen. Sie spielen 150 Instrumente, sind 4 Mann auf der Bühne, geteilt durch 4 gibt 37,5. Ja? Davon ziehen Sie jetzt die 85 Jahre alemannische Bühne ab. Allerdings, das geht schlecht, also teilen Sie die 85 erst durch 10, das sind 8,5. Und dann rechnen Sie nochmal 2 drauf, weil der Abend besteht heute aus 2 Teilen. Und dann sind Sie bei 31. Ja, stimmt es? Sie sind bei 31. Und 31 Jahre sind die Gelfersler. So, jetzt haben wir es. Viel Spaß mit den Gelfersler. So. So. Und ist jemand da, wo uns Gelfersler noch nicht kennt? Bitte Hand in die. Was hätten Sie? Dahinter. Für die junge Frau dahinter. Unser Vorstellungslied. Wir sind verrückte Kerle. Beginnt gerade nochmal Schreibert. Wir sind verrückte Kerle, von uns ist keiner normal. Der Bernie, der Franz, der Hermann und ich, Gelfersler total. Beginnen wir zu blosen, fahrt's euch durch Magen bei. Vor uns ist keiner sicher, nur bloße überall bei. Wir lassen Puppe tanzen bis morgens früh um 3. Und wer vorher heimgeht, ist uns einerlei. Der Bernie schrubbt die Seite, der Herbert quält Trompet und hört nicht auf zu blosen, bis ihm der Hut hochgeht. Er bloßt ja wirklich alles, von Volksmusik bis Blues und von dem Wildgepäber, der kleinen Torus, der Franz, der quält die Tuba, bis sie fast nicht mehr geht. Und ist er endlich fertig, schlapp ich mir die Klarine. Und der Franz mit seinem Helikon
Ja, unsere Instrumente, die finden wir im Müll. Da halten wir's mit Schwaber, Hauptsache es kostet nicht viel. Doch wenn wir dann drauf blasen, fliegt der Geschirrspucke weg. Denn sympathisch und lieblich klingt bei uns der letzte Dreck. Wir spielen gerade auf allem, was nur ein Löchli hat. Schlauch sie vom de Gipsfuß und dem Herbert seine Gärtner-Trompet. Herbert, leg los! Los, was sein Herbert! Oh, jetzt kommt der lyrische Teil. Klasse, Herbert! Eieiei! So, und wieder geht's. Wir haben kein Notenwärter, nicht mal ein Dirigent, weil sowieso ein jeder das Einsatzland verpennt. Ja, wir verschonen keinen, ob Mozart, Händel, Bach, denn das ist unser Motto, auch Bach, Mach, Krach. Nichts ist uns jemals heilig und wir verzagen nie, denn wirklich unvollendet klingt wie uns jene Symphonie. Von uns hat jeder eine Macke, doch mache mir Musik. Ja, wir verunsern alles, ganz ungeniert, ganz ungeniert, ganz ungeniert, ganz ungeniert. Gilt es total, fatal, genial, genial, brutal, was schießegal. Dankeschön. Für die nicht hochdeutsch sprechende, das letzte Wort, schießegal, heißt nichts anderes als scheißegal.